BMW hat auf der Motorradmesse in Mailand unter anderem als Neuheit die G650 GS präsentiert, einen Einzylinder. Bei mir ist jetzt Dorit Mangold, die Produktmanagerin der G&F-Reihe bei BMW. Frau Mangold, den Einzylinder G650 GS gab es ja früher schon mal als F650. Warum ist die damals verschwunden und vor allem, warum kommt sie jetzt wieder? Wir haben damals das Modell F650 GS in der Form Einzylinder durch einen Zweizylinder ersetzt, weil das einfach marktgemäß ist. Der komplette Wettbewerb in dieser Mittelklasse Reise-Enduro, Einstiegs-Enduro-Ecke ist auf Zweizylinder umgestiegen. Kawasaki, Honda, Suzuki. Wir wären nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen. Wir haben aber gesehen, dass es nach wie vor Nachfrage für einen Einzylinder gibt. Zuerst nur in bestimmten Märkten, auch außereuropäischen Märkten. Aber gerade dieses und letztes Jahr haben sich auch einige unserer Nachbarländer rund um Deutschland wieder verstärkt gemeldet und gesagt, geht da nicht noch was? Und das hat uns dazu bewogen, dass wir dem guten, bewährten, alten Einzylinderkind nochmal ein neues Kleidchen verpassen und sie wirklich als Modell nochmal offiziell auch in Deutschland auf den Markt bringen. Was sind denn jetzt die technischen Charakteristika der neuen G650 GS? Das Grundgerüst ist tatsächlich die bewährte, sehr zuverlässige und aus unserer Sicht nicht nachhaltig verbesserungsbedürftige F650 GS. Also am Rahmen, am Motor, am Fahrwerk haben wir sehr wenig gemacht. Wir haben die Optik komplett erneuert. Der Motor ist, wie gesagt, deswegen nicht verändert worden, weil er nach wie vor... Wenn Sie zur Optik noch was sagen können, was ist da neu? Eigentlich ist alles neu. Die komplette Karosserie, der Scheinwerfer, das Cockpit, Windschild. Wir haben einen neuen Lenker mit einer etwas moderneren, breiteren Ergonomie. Wir haben einen neuen Tank mit einer neuen Oberfläche und der ein bisschen schmaler baut, vor allem im Stehbereich. Wir haben eine schöne zweifarbige Sitzbank. Wir haben überhaupt das ganze Oberflächenkonzept vom Fahrzeug nochmal verändert. Was wir beibehalten haben, ist der mitlenkende Vorderradkotflügel, das so dieses typische freche BMW-Gesicht gibt. Und zusammen mit dem asymmetrischen Scheinwerfer ist es jetzt schon sehr eindeutig ein Mitglied der GS-Familie. Und als solches passt es bei uns eigentlich sehr gut in die ganze Familie hinein. Ich muss jetzt kurz noch mal auf die Produktbezeichnung kommen. Dadurch, dass es davor die F650 GS gab, jetzt die G650 GS, ist es für den Kunden nicht ein bisschen verwirrend? Ich glaube eigentlich nicht, weil wir haben jetzt doch 2 Jahre dazwischen, 3 Jahre, die F650 mit 2 Zylindern auf dem Markt gehabt. Die hat sich auch sehr gut etabliert als legitimer Nachfolger der alten Einzylinder F650. Wir haben in der Zwischenzeit unter der Bezeichnung G650 und G450 eigentlich alle neueren Einzylindermodelle auf den Markt gebracht. Insofern ist es eigentlich konsequent, die ja auch als G650 GS zu bezeichnen. G ist bei BMW inzwischen einfach der Einzylinder. Und sie ist auch unter diesem Namen ja in einigen Märkten im letzten und in diesem Jahr schon auf dem Markt gewesen, parallel zur Zweizylinder F650. Und das hat eigentlich keine größeren Reibereien gegeben. Bleibt für uns immer die Frage, die typische nach dem Preis. Gibt es da schon Vorstellungen von Seiten von BMW? Vorstellungen schon, aber es ist noch nicht final beschlossen. Von daher werden wir noch keinen endgültigen Preis bekannt geben. Ihr könnt davon ausgehen, dass wir den Einzylinder sehr attraktiv positionieren, deutlich unterhalb von der F650 GS. Ihr könnt, wenn man Ausstattung ABS mit einbezieht, von einem 4-stelligen Preisabstand ausgehen. Auf welche Zielgruppe gehen Sie jetzt mit der G650 GS? Dadurch, dass wir ein sehr leichtes, frisches, freches Design haben, ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und eine Produktsubstanz, die mit Gewicht, Handling, Zuverlässigkeit, BMW-typischer Sicherheit mit ABS und so den netten Kleinigkeiten wie Heizgriffen eigentlich alles haben, was eine GS von BMW braucht, aber eben eine Stufe unterhalb den Zweizylindermodellen, denken wir, dass wir Zielgruppen erreichen können, die bisher einfach nicht die Möglichkeit hatten, bei BMW einzusteigen, die sich auch von der etwas erwachseneren F-Baureihe vielleicht nicht so angezogen fühlen. Die sieht einfach noch mal ein bisschen kässer aus. Und in dem Bereich denken wir, auch nach dem, was die Presse immer geschrieben hat, die nach schönen,
einfachen Motorrädern ohne Schnörkelschreit, dass wir hier eigentlich ein sehr schönes Angebot machen. Wunderbar. Haben Sie